Und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, beim letzten Mal ein bisschen am Haus rumgestaltet und ein bisschen hier alles zum Laufen gebracht. Und ich würde sagen, also für den Anfang sollte es reichen mit den ganzen Geschützen hier, dass auf jeden Fall ein bisschen Schutz vorhanden ist. Und ich mache jetzt erstmal so ein paar die ganzen Missionen und nebenbei. Wir haben jetzt mit Preston noch zweimal sprechen. Das wäre einmal die Burg. Dass wir die machen, da haben wir die beiden hintereinander. Sprich mit Piper, das ist noch in Diamond City. Das ist die Bruderschaft. Den Freedom Trail könnten wir auch noch machen. Weil unsere Hauptmission ist ja hier für eine Virtual im leuchtenden Meer. Das heißt, unsere Strahlenwerte müssen natürlich ins Enorme gehen. Um jetzt. Warum dingelt er? Okay, kriegst ein Ding rein. Um jetzt uns ein bisschen den Weg zu sparen, werde ich nach Sentry reisen. 12 Leute mit Preston sprechen. Ich werde mal eben das Ding ausschalten. 12 Leute, das ist natürlich schon krass. Müssen natürlich alle versorgt werden. Jetzt schaue ich mal gleich, was noch in die eine Stadt vorhanden ist. Vielleicht schicken wir ein, zwei Leute runter, dass die da irgendwo anders hin können. Und dann hätten wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz und die ein bisschen mehr verteilt, die Leute. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Carla ist hier. Ja genau, wir sind eh jetzt gerade in Sentry, da kann ich das ja auf jeden Fall zeigen. Also das ist das neue Haus hier. Was nachher den Effekt hat. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz für 19 Sentry haben, wir haben auch nicht mehr so viel. Uns fehlen noch ein paar Betten. Die könnte ich eigentlich hier. Ah, die kommen jetzt mal woanders rein. Die kommen jetzt mal in die Hütten rein hier. Stoff. Gibt es jetzt erstmal hier? Nur Stoffmatratzen. So. Können Sie jetzt für die Tiere raus? Ich habe gerade keine andere Möglichkeit. Ja. Und das ist keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Das ist wieder Latt. Hat der Godworth schon irgendwas über Carly gesagt? Godworth! Soll ich Sie begleiten, Sir? Nö. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Na klar! Er hat nichts, okay. Ah, da erstmal das Ding ausschalten da hinten. Das ja? Hier. So. Das! Curly! Es ist schwer zu sagen, ob Ausbrüche an der Oberfläche häufiger sind oder nicht. Aber es ist immer klug, auf alles vorbereitet zu sein. Das ist doch wunderschön. Und dann müssen wir mal gucken, wo die ganzen Siedler hier sind. Aber wie gesagt, ich möchte euch jetzt einmal das Haus einmal zeigen, wie ich das mir ein bisschen vorgestellt habe. Da ist auf jeden Fall ein neuer Siedler. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Okay. Nee, ich möchte dich eigentlich irgendwo hinschicken. Geht das nicht? Kümmer du dich bitte mit der. Dem Rocket? Ja. Aber dass sie da nicht hin können. Versorger nach was ist denn? Jo. Da kann er auf jeden Fall hin. So, wie gesagt, hier habe ich einen Generator laufen. Ding, wo man hier ordentlich und hier sind einige Kisten, also ein bisschen sortiert. So Minen, Granaten, so Special Waffen, die ich auf jeden Fall finde immer. Allgemein die ganzen Waffen und hier sind so Mods drinne. Hier habe ich noch nichts drin, die habe ich erstmal hingestellt. Hier kommt nachher noch die Metz und so was rein, so alles, was medizinmäßig ist. Und hier habe ich komplett Kleidung auf, also verteilt alles. Hier sind Harnische, dann die Unterteile, also Hemden so mäßiges, Helme, links Arm, rechter Arm, rechtes Bein,
linkes Bein und hier habe ich noch zwei zusätzliche Kisten eingepackt, halt für Rüstung. Und ich möchte hier noch eine kleine Küche einrichten, die momentan oben ist hier. So eine kleine Küche. Hier habe ich, wie gesagt, hier habe ich das gleiche ausgebaut. Ich weiß nicht, warum das bei denen so ist. Das, beziehungsweise hier ist ja klar, dass hier so ein Schlitz ist. Man sieht, dass es auch hier ist. Ich hätte, glaube ich, die anderen nutzen sollen, die dickeren. Ob ich es nochmal umbauen werde, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Hier ist halt, wie gesagt, Strom für das Ganze. Ich habe jetzt erstmal noch eine Lampe hier hängen. Hier vorne. Mit dem Schalter will ich auch nochmal gucken, wie das so ist. Ich habe so viele Daten über die. Und da will ich mich halt drum kümmern. Schau mal, hier sind 9 Leute. Ich weiß nicht, wie viele ich in der Hangman habe. Aber die Hangman-Ellie könnte eigentlich auch noch jemand vertragen. Ich muss einige löschen, um Platz für meine neuen Beobachtungen zu machen. Da ist Preston. Godsworth. Das ist der Scheinwerfer mit dem Generator. Ja, hier ist die Hütte noch, die vielleicht noch wegkommt, die eigentlich mal so Art Bar sein sollte, aber mir doch ein bisschen zu groß ist. Also so als Raum, das kommt ja auch noch mal weg hier. Weil ich noch ein bisschen mich ins ein bisschen umgucken möchte. Erzähl lieber nichts über diesen Ort. Man kann niemandem vertrauen. Ich glaube auch, also der geht jetzt weg. Ich frage mich, wo die anderen sind. Immerhin regnet es nicht. Er ist da. Wo sind denn die ganzen Siedler hin? Da ist die Omi. Was ist? Also, ihr seid doch 11. Wie viele sind jetzt hier? 13 Betten, 9 Leute. Waren nicht mal mehr angezeigt? 9. Hier war doch vorher 12 angezeigt, komisch. Na egal, ab zu Preston. Was brauchst du, General? Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Später. Aber die Minutemen haben einen Lauf. Ich habe der Siedlung geholfen, zu der du mich geschickt hast. Und habe dabei gleich den Weg für eine neue Siedlung geebnet. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald das ganze Commonwealth von den bösen Jungs befreit. Ich bin nicht. Auf jeden Fall froh, dass du da bist. Es hat sich nämlich noch was ergeben. Oh. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Hä, Probleme mit der Oberlandstation? Schon wieder? Ja, okay. Da würde ich aber sagen, da werde ich eben hin. Normal laufe ich die gern die Wege. Als sie es halt anbietet. Aber ich hasse Raider-Missionen. Warum? Ich mache sie hier gerne, aber... Die sind echt, die häufen sich echt an. Und das kann echt nervig werden, muss man echt sagen. Ja? Da. Haben die Minutemen dich geschickt? Nee. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was gibt's für ein Problem? Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber... Keine Sorge. Ich kümmere mich für euch um diese Raider. Das hoffe ich. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Ja? Habe ich das auf MacArthur? Ja, komm, dann gehen wir da auch eben hin so. Und dann können wir auf jeden Fall da ein bisschen... abfeiern mit den Raiders und wie gesagt, dann möchte ich halt die Burg da ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich die für das schaffen, das weiß ich nicht. Das kann sich auch wieder über 2-3 Parts strecken, weil ich nicht weiß, wie sie das auswirkt oder was wir eigentlich für eine Festung einnehmen wollen. Ich tippe mal, ich will nicht hoffen, die von den Gunnern, die kann echt schwer werden. Und ich habe auch noch nicht so die Basen ausgebaut, dass ich sage, okay, die Basen sind in meinem Bemessen eigentlich so ganz schön, die kann man so nutzen. Das kann ich nicht sagen. Das Ding ist ja schon wieder da. Können wir jetzt unten durchgehen?
Kanalisation oder durch. Kamen wir nicht auch noch hier durch? Nee, wo waren denn das? Oh. Warum auch immer. Solange du das Zeug trägst. Noch trage ich's, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich noch hab. Hey. Hast du was auf dem Herzen? Oh, 500 kann ich noch tragen. Jo, bei der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall mal das ganze Inventar mal ein bisschen sortieren. Ich hätte auch den Shot schon mal wegwerfen können. Da kommen wir durch. Hier waren wir ja schon mal. Hier waren wir ja damals schon mal, wo die ganzen Ghoul jetzt gleich durchrennen und dann das Geschütz wieder da ist und den ganzen Mist. Ich weiß auch nicht, warum das dann wiederholt wird. Dann sollten sie sich ausmachen, okay, die 5 Dinger sind da auf jeden Fall. Geht der Ghoul noch rüber. Da möchte ich auch meine Waffen noch mal ein bisschen ausbessern im Ganzen. Aber wir können wenigstens alles mitnehmen. Und wieder beißt einer ins Gras. Ohne eine Dosis Radex würde ich davon lieber nichts trinken. Oh doch. Ich hab's doch nicht freiwillig gemacht. Wie war das mit ins Gras beißen, mein Freund? Oh, das habe ich damals nicht gehabt hier. Aber können wir, glaube ich, alles ausschalten, ne? Brauche noch eine. Ach, du machst dich Haarklammern. Üb ist das. Ja, komm her damit. Psycho. Warum vorsichtig? Uns hört doch keiner. Was zum Teufel war das? Ich weiß, dass du hier bist. Hey Nick. Die Luft ist rein, denke ich. Da ist nichts mehr. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Willst du wohl Spielchen mit mir spielen, was? Wir kommen doch da hinten runter. Nein. Cool. Immer her damit. Ja, komm, mach die Tür offen. Ich hab noch ein Geschenk für dich da oben. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald an. Nicht? Dachte ich, jetzt wäre so angebracht. Habe ich noch Granaten? Splittermine? Alles vorbei. Genau aus dem Grund. Ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Das fand ich so einfach, wenn man so einen Skill erreicht hat, dass man die Einsteiger einfach nur noch berühren, also nur noch aufmacht und dann oder nur noch anklickt und sie das schon essen. Automatisch. Das wird tausendmal besser. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Aber na, Day Tripper. Keine Ahnung, warum der hier Wett rausspuckt. Aus welchen Gründen ist es wegen den Fässern eventuell, aber auch nicht lange. Ah, gleich mitnehmen. Moment, der war doch einer, den ich. Ah, da liegt sein Beinchen und sein Ärmchen, die ich da gleich daneben.
Aber man hat dann so die ganze Lederrüstung, also man, oder die Lederkombi oder die Vader, das Vader-Leder. Ich habe es gehört. Klingt inzwischen alles nach Schnicht. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Na? Tschüss. Tschüss. Verdammt. Nichts gefunden. Machen. Ich schätze, sie hatte recht. Was Tschüss. So? Schlechte Idee. Ah, hier kommt man jetzt ganz locker durch, also. So, wir kommen in den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Krieg dich mal wieder in den Griff. Da kommt jemand. Ne, ich glaube, da kommt keiner mehr. Nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. Beutel Dünger, die wir abgeben können, hoffentlich mal irgendwann mal beim Tantchen da. Na, oh, das hält auch nicht mehr lange an. Fiese Kannibalen. Ja. Ne, Kannibalen sind es nicht, aber tote Kuh. Da unten sind die hergekommen. Dann ist okay. Fresse da oben. Meine Ruhe haben hier. Und alles krach machen. Scheiße, was war das? Ein Kackhaufen. Da kommst du jetzt her oder nicht? Dann nicht, mein Freund. Ach, die ganze Aufregung wegen nichts. Wer ist da? Coco. Hm? Hab sie gefunden! Oh. Ich halte dir den Coco. Nein! Oh. Denkst wohl, du könntest dich verstecken? Ja. Yep. Oh. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Ja, weil... ein Shot. System hier bei euch. Guck, guck. Wow. Ich hatte gehofft, dass du schlauer bist. Ich werde dich finden! Ich schlauer bin, das weiß ich noch nicht, Nick. Aber auf jeden Fall weiß ich, was Nick. Wir kriegen Material zum Verkaufen. Zum Verkaufen. Zum Verkaufen. Was war das? Wer hat geschossen? Welcher Sack? Nicht sonderlich subtil, Kumpel. Oh, ich schwitze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Ach, hier ist was, irgendwas hochgegangen. Ich habe nichts davon gemerkt. Was ist Nick? Ich werde verrückt, ich schwör's. Ja? Ach, da ist noch einer. Irgendwo hier dann. Oder? Scheiße! Haben sie verloren. Commonwealth. Da wollte ich doch nicht hin. Verdammt. Kommt einer mit Raketenwerfer, bam. Oh, jetzt, jetzt hast du ein Problem. Oh, hat mich ganz schön erwischt. Alles in Ordnung? Da kommt jemand. Schau mal, wer da ist.
Nachladen. Die gehen uns nicht auf die Nerven. Glaube ich euch. Aber ich gehe wieder rein. Ich komme gleich zu euch. Das stimmt, das war ja oben noch, wo wir damals einmal verreckt sind, oder? Ich glaube, da haben wir auch unsere Machine Pistol zum ersten Mal bekommen. Wer ist da? Deine Mama. Du musst das nicht tun. Oh Mann, hoffentlich sind es nicht wieder wilde Ghule. Was ist er denn? Was? Wir sind wohl nicht allein. Mein Arm ist gebrochen. Hättest weglaufen sollen. Ciao. Ciao. Ich schwitze ja nicht. Ciao. Also nicht, dass das hier für ein Level sind, muss ich mal gucken. Bräuchte mehr Munition davon. Dann mach ich's kurz und schmerzlos. Ja? Glaub mir. Okay. Komm, wenn du es kurz und schmerzlos haben willst, dann komme ich hoch. Sogar freiwillig zu dir. Glaubst es kaum. So, bis jetzt. Erstmal Loot. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Nicht ganz, aber eine Siedlung. Meter,8. Hä, warte mal. Tschüss. Komm hier hoch. Und wo kommen wir da eigentlich hin? Für. Controller nicht wegfliegen. Sollte nicht lang dauern. Einmal. Okay, ist auf jeden Fall noch weiter unten. Also ist immer noch drin. Also bist du irgendwas zu drin. Ich weiß gar nicht, wie die Leute sich eigentlich vermehren en masse. Wir müssen überlegen, die ganzen Siedler, die wir bekommen. Und dann noch zusätzlich die ganzen Leute, die ganzen Raider. Die ganzen Gunner noch. Wir müssen noch irgendwo noch weiter hoch. Hier ist so. Verstehe ich nicht ganz, wie wir jetzt hier. Von wo wir jetzt hier weg könnten. Wir sind wieder von da oben. Da ist nur der Durchgang, da ist der Durchgang. Ah, von hier vielleicht. Ich reiß dir deine verdammte Kehle raus! Oh. Noch kannst du weglaufen. Welches Level seid ihr? Level 4. Und dann. Und was Besseres. Zack. Stirb endlich! Ja, das ist halt nicht. 32 Meter nach oben. Da ist ein Terminal, das ist uninteressant. Terminal. Wir räumen lieber alles aus hier. Schlüssel haben wir ja schon mal gehabt. Deswegen ist das ein bisschen albern, finde ich. Aber nur ein little bit. Geschafft. So, mal gucken, wie kommen wir jetzt denn zu unser Ziel hin?
ist eine Tür. Warte mal, wir gehen nochmal hier durch. Bin ja vorhin nach draußen gegangen, das war ja ein bisschen blöd. So. Hoch. Hoch, Heinig. So, jetzt vielleicht hier noch höher. Dass hier keine Falle ist. So, hier machen wir es einfach. Da oben ist ein Geschütz, da ist ein Geschütz. So. Ich mach das mal hier. Das ist wohl, du könntest dich verstecken, was? Hey, oh. Da sind sie wieder. Du bist. Alles in Ordnung? So. Schlimmsten sind wieder die Geschütze. Kein Problem. Kriegen wir auch wieder hin. Ich glaube, wir sind im Kanal. Moment, da oben ist eins und. Meins. Tja, wenn es nicht anders geht. Und zwei. Den Kühlmittelkreislauf okay. Auch in Wallung. Können wir ein Stündchen schlafen hier? Danke. Das spart uns einiges. Wait up, Schaum. Mein Gott. Oh, Scheiße, nein! Ich glaube, wir sind nicht allein. Alleine seid denn nicht da. Ciao. Das nennt man Angst. Ach so. Alter. Weißt du, was das ist? Furcht. Ja, halt den Maul da oben. Das Kackding. Beep, 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 beep. Ich dachte noch einer rum. Mein Gott. Das ist ein alles Teil. Eindeutig paar Strahler. Die mal nerven. Bop, 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 bop. Nerven. Aufreibend hier die Dinger. Ich, wie gesagt, das gerne. Ja. Was zum Teufel war das? Was denn? Hast dich verpisst, was? Das wird nicht lange dauern. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Auf, Arsch! Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Sicher. Jeder überlebte Kampf. Einfach durchjagen hier. Ich
glaube, der hampelt da oben ein bisschen rum. Ja? Gucken, wie lange kommt noch. Jemand. Der hat uns das letzte Mal unterschätzt. Ah, sein Schutzhelm. Dunkel, sie können nichts mehr tragen. Die Geschmäcker sind wohl wirklich tipp ich mal. Zwei sind da noch. Und? Schon müde? Ja, müde bist du jetzt auf jeden Fall. Danke fürs Hinlegen. Wir verlieren Leute! Aua! Böser Junge, du. Sausack. Was hast du noch so drauf? Mein Gott. Wie dachtest du denn, dass das läuft? Wo bist du denn nur hin? Musstest einfach wiederkommen, was? Soll meine Visage wirklich. Ach, ganz die ehrlich, sein, ey. Du siehst? Wie nervig ist das denn? Jetzt komme ich da halt hoch und dann heulen sie wieder alle hier. Komme, Vorsicht. Unterwegs. Nehme dich in Acht. Das nennt man anständig zielen, du Anfänger. Ach so. Vorsicht hinter dir. Hi. So, ich habe jetzt. Moment, hier ballert irgendwer noch. Aber guckt euch. Heftig, ey. Ich mag die Welt. Hammerhart. Warte mal, wo müsste denn Sanctuary liegen? Warte mal. Sanctuary. Wo liegt denn Sanctuary? Sanctuary müsste oben in. Ne, warte mal, müsste da. Da irgendwo liegen, ne? Da erstmal die looten. In die Richtung liegt Century. Da sind komische Dinge. Aber man hat also gar keinen Anhaltspunkt, man kann nicht weit sehen. Da hinten ist auch noch so ein Dorf. Das könnte das sein. Ja. Fort Hagen ist es auf jeden Fall nicht. Aber haben wir wieder wenigstens das auch erledigt. Wo ist denn? Wo ist sie denn jetzt unterwegs? Sie ist da oben. Okay. Also stimmt, das ist ja die, die immer hin und her reist. Die Power Fist. Das Ding macht doch einen platt. Wie soll das einen heben? Das sind Betonklötze, das sind 25 Kilo oder so. Oh mein Gott. Jetzt gehe ich da hin, dann ist sie gleich da bestimmt. Ja, da vorne sie ist sie doch schon. Hast du dich schon um diese Raider gekümmert? Auf jeden Fall. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Bitteschön. So, jetzt gehen wir nach Century. Heute ist ein bisschen Reisetag. Und wir werden uns jetzt um die Burg kümmern.
können wir jetzt ein bisschen. Komm schon, komm schon, komm schon. Nikokokken und Nuka-Cola sind Währungsmittel. Ja, das wissen wir doch. Das wissen wir doch. Ich habe zu wenig Kugeln davon. Presten, presten. Geht ab, mein Freund. Ich hätte gern mal was. Halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Laber nicht. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Ich habe die Raider erlebt. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Wie üblich habe ich noch was, um das zu... Klar. Eine Gruppe Ghule hat sich in der Nähe einer Siedlung eingenistet. Oh, nicht schon wieder. Die Leute könnten unsere Hilfe brauchen. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen. Also sieh dich. Mal, was du tun kannst. Country Crossing, ja, da waren wir auch schon. Entschuldigung? Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Die sind wir. Ja. Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Welche Burg ist es? Boah. Okay, dann gehe ich mit der Powerrüstung über Good Neighbor. Werde aber vorher noch ein bisschen Schrott ablegen. Das kann ich auf jeden Fall. Da kriegen wir auch schon ein paar Kilos weg. So, und dann fängt sie an, dass ich erstmal wieder alles hier in die Kiste transferiere. Das habe ich letztens auch getan. Ah. Ja. Wie gesagt, man kann hier wirklich viele mitnehmen dann durch. So, eben was machen. Einen Moment. Weg. Dass wir ein bisschen Platz kriegen. Was ich? Das brauche ich. Muss ich gucken. Nicht, dass ich weggeschmissen habe, was? Inventarbekleidung. Ich habe überall Schutz. Das ist super. Dish ist super. Dish ist super. Alles klar. Ich würde sagen, Powersrüstung, ich glaube, wir nehmen die mit. Wenn die repariert ist. Hab mich immer schon gefragt. Frag, wie du wohl als Roboter auf. Kann ich das? Ne. Jetzt muss ich es wieder eingeben. Player.zav. Carry weight. Und dann wieder 2000 aussehen würdest. Müssen wieder 2000 wieder haben. Übel. Drei Fusionskerne noch, aber das ist eigentlich. Das geht noch. Wir nehmen noch den mit. Und werden uns jetzt schnell wie möglich da unten hinbegeben. Moment, es leuchtet blau. Die T-Reihe. T60-Rüstung hätte ich. Das ist die hier. Ich glaube noch die X60er. Das schlimmste Loch im Commonwealth. Alles, was nicht. Oh, eine Verteidigung. Die Quest brauchen wir gerade nicht. Wir müssen verteidigen. Nied und Nag. Okay, dann müssen wir es mal auf die nächste Folge verschieben. Mit der Burg, weil ich schaue gerade auf die Folgenlänge 40 Minuten. Na, die letzten Folgen gingen auch schon wieder eine Stunde. Hätte es weglaufen sollen.
was jetzt tust du denn hier? Meine Karawane anzugreifen war dein letzter Fehler. Luft ist rein, denke ich. Boah. Hier müssen wir auch noch einiges machen. Halleluja. Danke, dass du mir geholfen hast, sie ab. Gar kein Problem. Er sieht noch sehr. Der sieht noch okay aus. Ja. Er sieht noch okay aus, das ist okay. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal vor der Burg. Da werde ich mich schon hinbegeben, dass wir auf jeden Fall direkt starten können, aber weiter ein paar Missionen. Und würde damit sagen, euer Flash und der P ist heute raus. Er begibt sich in die Haie und wir sehen uns dabei nächsten Tag im Ödland. Bis dahin.